Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Let's Play Heaven's Hope. In der letzten Folge haben wir hier den süßen kleinen Amselm erstellt, der hier weiterhin fleißig rumpatscht. Den können wir jetzt mal mit uns mitnehmen. Und sehr schön. Und jetzt zeig ihm mal, wo er hinlaufen soll. Jetzt mach schon. Jetzt will ich auch sehen, wie man dieses kleine Wesen steuern kann. Klick mal irgendwo auf den Boden. Fantastisch. Ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang. Jetzt schauen wir erstmal, wie wir dieses arme Geschöpf in den Bären hineinbekommen. Oh, ich will nicht das Amseln. Kann Talorel den vielleicht wieder aufheben oder so? Haben wir den jetzt in der Tasche? Ja, oh, guck mal da, wie süß. Okay. Ich finde den echt wirklich toll. Ich will auch einen Homunculus haben. Vielleicht lieber einen zum Käsesuppen kochen und nicht unbedingt zum in Beeren reinklettern, obwohl ich hätte ihn auch einfach, wenn er keine Funktion hat, einfach, weil er so goldig guckt. Oh, wie süß. Dann auf, ihr zwei. Wenn Karim wüsste, dass wir einen Amseln haben, der würde den bestimmt eintauschen wollen gegen irgendwas anderes. Können wir ihn danach eigentlich vielleicht umtauschen, dass er vielleicht was anderes kann oder so? Obwohl eigentlich ist Amseln schon sehr süß. Hallo Bär. Hallo Talorel. Frisst du bitte diesen Homunculus? Ich habe hier einen Homunculus. Wärst du so lieb, ihn zu fressen? No. Diesen süßen kleinen Homunculus? Auf gar keinen Fall. Wie könnte ich den denn fressen? Sowas kann man doch nicht machen. Mein Gedanke. Wie heißt er denn überhaupt? Er heißt Anselm. Das ist aber ein schöner Name. Passt zu ihm. Bist du sicher, dass du Anselm nicht fressen kannst? Ich habe ihn nämlich extra dafür gezüchtet und er spürt auch keinen Schmerz und so und lebt nicht und kann deswegen dadurch auch gar nicht sterben. Auf gar keinen Fall bringe ich den kleinen Kerl runter. Du musst wissen, ich achte auf meine Linie und ich wollte nicht mehr so viele tierische Fette fressen und so. Na toll. Jetzt musst du dir was anderes einfallen lassen, um den kleinen Lehmklumpen in den Bären zu bekommen. Vielleicht kriegen wir ihn irgendwie rein, wenn er das Maul ganz weit aufmacht. Kannst du dein Maul ganz weit aufmachen? Du meinst, ich soll gähnen? Das kann ich nicht einfach so auf Befehl. Ich geh da mal. Ein Bär. Und was für einer. Sieht ziemlich schlecht gelaunt aus. Das klappt so nicht. Wir müssen ihn irgendwie zum Gähnen bringen. Wieso sollte ich das machen? Wieso sollte... Moment, ich denke noch, Talorel. Wieso sollte ich das machen? Das kann ich ihr nicht antun. Ich meine, vielleicht kann sie ihn kitzeln oder so. Ein Bär. Und was für einer. Sieht ziemlich schlecht gelaunt aus. Ein eingeritztes Herzchen mit den Buchstaben S und B darin. Ein Bär. Und was für einer. Sieht ziemlich schlecht gelaunt aus. Hallo Bär. Hallo Talorel. Ich geh da mal. Ich finde es ja an sich nicht unsympathisch, dass er den Amsel nicht essen kann. Aber was machen wir jetzt? Das ist so ein bisschen die Frage. Wir können ja nochmal zu Blumen.
Blumenfort gehen und nochmal fragen, ob der vielleicht irgendwie eine Idee hat, was wir jetzt machen könnten. Schlafmittel wäre ja nicht schlecht, wenn der müde wird. Also auch der Friedhofswärter sollte am besten müde werden. Auch das wäre nicht verkehrt, damit er im Schlaf mal den Code in kompletter Länge von sich gibt. Dann gehen wir mal zum Zentrum zurück. Den Code, den wir brauchen, um auf den Friedhof zu kommen, meine ich. Dann gehen wir ins Labor rein. Und dann fragen wir mal Blumenfort, was er davon hält. Hallo? Spiel? Da. Okay. Hallo, Blumenfort. Hallo, Taloril. Wie kann ich dir helfen? Der Bär weigert sich, Anselm zu fressen. Hast du eine Idee, wie man ihn dazu bekommen könnte, das Maul ganz weit aufzumachen? Du meinst gähnen? Nun, Lebewesen gähnen im Allgemeinen, wenn sie sehr müde sind oder wenn sie sich sehr langweilen. Das heißt, ich müsste den Bären einfach sehr langweilen. Na, das solltest du ja schaffen. Naja, dann würde er auf jeden Fall das Maul weit aufmachen. Und wie willst du Anselm dann hineinbekommen? Ich dachte irgendwie werfen. Weißt du, wie schwer der kleine Klumpen ist? Nein, 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 Junge, das schaffst du so nicht. Du brauchst eine Art Kraftverstärker. Etwas, das die kinetische Energie verstärkt. Vielleicht eine Art Schleuder. Und wo soll ich so eine Schleuder herbekommen? Woher soll ich das denn wissen? Wie immer, sehr hilfreich. Wir brauchen also so eine Schleuder und etwas, womit wir den Bären unfassbar langweilen können, damit er gähnt. Ja, sollte doch kein Problem sein. Wir könnten ein Buch ausleihen in der Bibliothek, was langweilig ich ist, und daraus vorlesen. Die Schleuder kriegen wir von Maler. Können wir da eintauschen, das ist ja kein Ding. Und dann gehen wir in die Bibliothek und gucken, ob es irgendwie ein Buch gibt, was besonders langweilig zu sein scheint. Gerade gucken. Hier steht: Ask me about Jesus. Das kommt gar nicht in Frage. Also auf dem Schild steht immer was Unterschiedliches. Hallo Maler. Hallo Taloril. Wie kann ich dir helfen? Darf ich jetzt wieder? Sag mal, Maler, darf ich mir mal deine Steinschleuder ausleihen? Einfach so? Nein. Die brauche ich doch. Aber vielleicht hast du was Spannendes zum Tauschen. Hier habe ich eine originale Honigbrot-Glühwürmchenlampe. Nur wenig benutzt. Gute Idee. Ja, die nehme ich. Hier hast du meine Steinschleuder. Okay, das haben wir. Dann gehen wir jetzt noch in die Bibliothek und gucken, ob wir uns irgendwas ausleihen können, was super langweilig ist, was wir dann vorlesen können. Das verlorene Paradies von John Milton. Das verlorene Paradies. Ich will das da drunter anklicken. Ein Buch über Homunkulusse. Homunk? Oder so. Der Titel ist... Das kommt uns ja sehr gelegen. Hört sich genau... Schau doch mal in das Buch. Der Titel ist... Flagellation. Vielversprechend. Kannst du das ausleihen? Darf ich mir dieses Buch mal ausleihen? In Ordnung. Aber wiederbringen. Vielleicht ist Flagellation langweilig genug, dass der Bär davon einschläft. Man kann es probieren. Wie lange wir jetzt schon auf der Suche sind, um diesen einen Zettel zu finden. Das ist unfassbar. Es sind doch jetzt auch schon mega viele Folgen, wo wir da dran sind. Wir können es umbenennen in Let's Play Finde den Zettel. Okay. So, lesen wir mal über Flagellation vor. Hallo Bär. Hallo Taloril. Ich möchte... Ich habe hier ein interessantes Buch gefunden. Das lese ich dir mal vor.
steht 20 auf den Blanken. Ja. Flagellation. Schnell. Peitsche tüchtig, schone dich nicht. Schlage überall hin. Hauptsächlich auf die Oberschenkel, da sitzt das feinste Gefühl. Lass nicht nach, bis du dem feisten Hintern etwas Blut abgezapft hast. Er behält noch immer genug davon. Nur immer tüchtig drauf. Schlag zu, fest und forsch. Das findest du interessant? Oje, das ist doch unfassbar langweilig. Da, der Bär Gerd. Jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Hallo Bär. Hallo, war nicht schnell genug. Ich habe hier ein interessantes Buch gefunden. Das lese ich dir mal vor. Wir hätten es vorher verbinden müssen. 20 auf den Blanken. Handbuch der Flagellation. Peitsche tüchtig, schone dich nicht. Schlage überall hin. Hauptsächlich auf die Oberschenkel, da sitzt das feinste Gefühl. Lass nicht nach, bis du dem feisten Hintern etwas Blut abgezapft hast. Er behält noch immer genug davon. Nur immer tüchtig drauf. Schlag zu, fest und forsch. Das findest du interessant? Oje, das ist doch unfassbar langweilig. Da, der Bär Gerd. Jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Schön weit aufmachen. Und oh. Amseln, was ist mit dir passiert? Oha, das ist aber interessant hier drin. Ist das ein Labyrinth? Ich verstehe nicht so ganz, was wir hier machen. Ja, so sollte es gehen. Jetzt lass ihn mal schieben oder ziehen. Hä? Ja, genau so. Jetzt musst du nur noch diesen ganzen Krempel so aus dem Weg bekommen, dass er da irgendwie zwischendurch zu dem Schnipsel laufen kann. Ah. Wie schiebe ich oder ziehe ich denn? Kann ich, hä? Ich weiß nicht so ganz, wie ich hier hinziehe. Kriegt man hier einen Tipp? Nö. Also er hält ja hier jetzt fest. Kann ich das hier? Nee. Ah, okay, ich verstehe. Thank you.
Großartig. Wir haben den Schnipsel vom Bauplan. Jetzt so schnell wie möglich zu Blumfort damit. Alles klar. Wir haben den Schnipsel. Wir haben den Schnipsel. Yay! Danke. Jetzt ist das schon viel besser. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Los, jetzt schnell zu Blumfort. Bringen wir ihm den Zettel, bevor er wieder abhanden kommt. Alles klar. Das machen wir dann in der nächsten Folge, da bringen wir den Zettel zu Blumfort und schauen dann mal, wie es dann weitergeht, wenn wir alle Zettel beisammen haben. Ja, ich bin froh, dass ich das doch noch geschafft habe mit dem Zeug im Magen. Ich weiß nicht, warum ich mich da so schwer getan habe. Ja. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!